Ja, hallo, ich bin's wieder, der Tambi, mit einer weiteren Folge zu Russian Fishing 4. Ja, ich wollte ein bisschen döbeln und bin hier an dem bekannten Spot. Habe auch schon ein paar Dinger gefangen hier. Nichts wirklich Großes. Oh, da düst er gleich ab. Das ist ein größerer. Das ist ein größerer. Aber auch der hat keine Chance. So, komm her hier. Kesche. Zack. 2,6. Das ist anständig. Das ist anständig. So kann das weitergehen. Die Nacht hindurch. Ich hasse das, wenn die... Oh! Wenn die Ruten einfach so zappeln, die Glocken. Obwohl da auch nicht gar nichts dran ist. Ja, du kommst auch rein in die Pfanne. Darf noch gerne eine 2 davor stehen mit dem Komma. Mal ausgeworfen und das zappelt. Ei, was ist denn hier los? Ja, moin. Was ist das für ein Kamerad? Mal ran hier, du junger Mann. Das ist eine Geschichte Größe hier, der Kerl. An die 3 Kilo, denke ich mal. An die 3 Kilo, denke ich mal. Ja. Dankeschön. Hey, ausgeworfen und sofort bis. So kann das gehen, ne? So lobe ich mir das. So lobe ich mir das. So, und was ist mit der anderen hier? Da ist so einer dran. Kleinerer oder so. Ich mir doch gedacht. Nehmen wir alles mit. Da werden Frikadellen draus gemacht. Jups. Boah, das zappelt, aber da ist noch gar nichts dran. Ja, da ging die Asteria an ihre Grenzen, würde ich sagen. So, fast. Fast. So, Herrschaften, es darf gezubbelt werden. So, wer ist der Erste?
gerade Beißflaute. Die Fische haben Nachtmahl. Oh, da geht die zweite wieder ab. Wieder ein schöner. So kann es weitergehen. Man kann auch sagen, die Nacht durchdöbeln. Aber da muss auch was passieren hier. Zack, zack. Die Palma wäre wie neu aus. Siehst du, da ist sogar was dran. Bewegt sich kaum die Ratte. So ein Schleicher. Ein Schleicher. Wie jetzt? Jetzt ist Ruhe oder wie? Die Ruhe vor dem Sturm? Oder jetzt sind alle Fische rausgeangelt? Kann natürlich auch sein. Die Restdübel habe ich alle rausgeholt. Oder kommen da noch Nachzügler? Jo, da kommt Nachzügler. Kleinere. Ich nehme alles mit. Werden alles Fischfrikadellen drauf. Was ist hier denn da? La 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 la. Das war schon mal ein anständiger Döbel vorhin. 3,3. Das ist gut.
ein Stück Brot, ne? Aber an der hier ist gar nichts. Die werfe ich mal neu aus. Da hinten zu dem Geäst. Oftmals bringt das ja was, ne? Jetzt wird das schon langsam heller. Nimm mal die Lampe aus hier. So kommt einer noch vor 16:30. Ah, die werfe ich nochmal neu aus. Auch da hinten zum Ast. So, jetzt können wir auch mal hier wieder umstellen. Im Morgengrauen auf Döbel. So Leute, was ist hier los? Beißflaute? Mal nicht so weit werfen. Ich stehe hier weiter vorne. Keine Ahnung. Probieren. Oh, 13 Fische in der Nacht, okay. Da kommen dann noch welche.
Kann mal gucken, was meine Dings dazu sagt. Da haben wir auch mal Wurm rauf. Made. Wie tief kann ich hier gehen? Oh, 1 Meter. Schauen wir mal. Hey, wo ist der denn ganz hingeflogen? Hat mich der Jäger getroffen. Anscheinend haben die keinen Bock mehr oder was? Doch, da zubbelt das. Da ist er unter. Was haben wir hier? Komm her, du Hannes. Komm ran hier. Muss ich extra den Kescher holen. Oh, auch nicht schlecht. Schönes Ding. Geiler Fisch. Oh, da hinten ist schon Grund. Oh, bis da kommt er. Elegant nach vorne gepusht. Ja, aufgrund ist es im Moment Sense. Oh. Mal ein Stück zurück. Kleines. Nehmen wir mit. Rute weg. Vorne wird nichts beißen. Letzter Versuch. Okay, einpacken. Und mal gucken, was die Fische gebracht haben. 15 Stück. Schauen wir mal. Schön die Nacht durchgedöbelt. Pitch patch. So, was bringt der ganze Spaß? Oh, der war schön hier.
fast 3 Silber. 9 Silber hier, du. 3,3. Auch nicht schlecht hier. Auch nicht schlecht. Ja, Döbel lohnen sich. Haben wir eben 36 gemacht. So, jetzt will ich mal gucken. Was hat der Döbel hier? 5,9. Naja. Okay, Leute, das war's. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Oder einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Moin, moin!